Hallo Leute, Fatih hat Bock zu spielen. Habt ihr auch Bock zu spielen? Ja? Na gut, dann sind wir uns ja einig. Dann können wir ja loslegen. Ich bin nicht untätig gewesen. Ich will euch gerade mal zeigen, was ich so erreicht habe. Während ihr nicht da wart. Ne? Beziehungsweise ihr wart ja nicht so lange da, ne? Hast ja gerade die letzte Folge erst geguckt. Man guckt ja das, du guckst ja das ganze Let's Play, ne? Weiß ich ja. Jetzt guck mal hier, wie viele Chips ich verdient habe. Ui, jetzt bin ich dran. Mehr als 423 Einheiten von irgendwas zu besitzen, ist ein Verstoß gegen die Monopolweisung. Ja, weißt du Bescheid, ne? Also ich habe gespielt wie ein wildes Tier, ne? Und ich will euch noch ein Spiel an diesem Minispielautomat zeigen, bevor wir jetzt hier wirklich weitermachen. Das will ich euch nicht vorenthalten. Ich hätte doch eigentlich gleich eine Münze mitnehmen können. Ich schmeiß grüße, da mal. Genosse. Ja, grüße Orakel. Ich schmeiß da mal so einen Chip in den Automat rein und hoffe mal, dass das Spiel gleich kommt. Ne? Das will ich euch unbedingt zeigen. Das ist so cool von der Geräuschkulisse her. Ich habe die meisten Spiele jetzt hier zwar alle gelöst, ich habe mir Notizen gemacht und ich kann das auch alles, aber ich will das jetzt, ich will euch nur mal schnell das Spiel zeigen. Mal gucken, ob das jetzt möglichst schnell klappt. Ich will jetzt hier auch nicht stundenlang an dem Mist hier rummachen, aber das ist echt witzig, das Start. Genau, hat er gemacht. Jetzt gucken wir mal. Wollen wir mal schauen, ob es das richtig ist? Wizards Pärchen. Okay, das ist noch das Memory. Das kriege ich auch noch schnell durchgezogen. Danach kommt es bestimmt, alle Pärchen ja zu finden, indem du die Schalter umlegst. Ja, genau. Aber beeil dich, du hast nicht. Ich beeil mich. Da, und da ist der Zauberer. Hier und hier war gar nichts. Hier war der Schrank und hier war der Schrank, ne? So, hier ist der Sumpfling und da ist der Sumpfling. Und da ist die Tralle Alte und da ist die... Ne, die ist nicht Trall. Hier, ach, hier, die sind die beiden, genau, okay. Gut, 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 gut. Der kleine, dicke Zauberer. Ah, da ist die Tralle Alte, siehst du wohl? Die Tochter vom Zauberer. Wie auch immer der heißt. Ich hab's doch schon wieder vergessen. Da ist der... Aber den kleinen Zauberer, den hatten wir doch hier oben. So, Moment, den da, machen wir da auf und den machen wir da auf. Der war da. Nee, war er nicht. Der war da, ne? Da war er, ja, hab ich doch gewusst. So, jetzt guckst du mal hier drunter. So, und da ist der. Und dann müssten wir noch hier den Sordid haben und den Simon. Au, die beiden Erzfeinde. So, Simon ist weg und jetzt machen wir noch Sordid weg. Und jetzt kommt als nächstes bestimmt das Spiel, das ich euch noch unbedingt zeigen will. Ich will es euch unbedingt zeigen. Hervorragend. Und deswegen machen wir jetzt weiter. Runde 2, jetzt kommt's. Jetzt pass auf, Achtung. Zwergenwippe, na toll. Aber das kann ich auch noch, das habe ich noch im Kopf. Das krieg ich hin. Benutze alle Zwerge, um die Wippe auszubalancieren. Achte dabei aber auf die Zeit. Ja, mache ich. Ich habe rausgefunden, der Trick ist, man muss die roten und die braunen jeweils auf eine Seite setzen und die dann in die Reihenfolge setzen, dass es quasi ein Gleichgewicht ergibt. Aber auf jeden Fall rot und braun auf die gleiche Seite ist schon mal eine ganz gute Sache. Das war jetzt schon mal falsch, ne? Siehst du? Jetzt setze ich mal die Lady hier. Ach, guck mal, so geht's auch. Die Lady nach hinten und dann haben wir das Gleichgewicht. Damit haben wir die Runde auch gewonnen. Und haben jetzt schon ein bisschen was im Pott. Gespielt. Du hast ein Guthaben von 20 Chips. Seht ihr, 20 Chips, ne? Jetzt machen wir das dritte Spiel. Es geht jetzt nicht mehr ums Chips verdienen. Ich müsste eigentlich genug haben, um das zu tun, was wir tun müssen. Ja, das kann ich gleich wieder nicht. Ja. Gelingt es dir, die Münzen so zu wenden, dass alle bis auf eine dasselbe Bild zeigen? Wenn du eine Münze auswählst, drehst du ja, an. Ja. Also wir müssen alle dasselbe Bild zeigen. Ich hab's mal ganz grob irgendwie hingekriegt, aber ich weiß nicht, ich probier's nochmal. So, dann so. Nee, so war falsch. Ich hatte die Reihenfolge echt im Kopf, Leute. Glaubt ihr es mir? Ihr glaubt es mir bestimmt, ne? Man musste irgendwie von unten nach oben die Teile alle einzeln umdrehen. Aber ich bin jetzt schon, ich habe mich schon total verzettelt hier, so eine Scheiße. Entschuldigung, ich wollte Scheiße jetzt nicht sagen. Habe ich das laut gesagt? Ja, das tut mir sehr leid. Ich weiß, ihr könnt mich hören. Auf jeden Fall ging das so irgendwie von unten nach oben und jetzt den und jetzt, das wird nichts mehr. Oder? So, so, nee, das kann ja nichts werden. Ich hab's verkackt, das tut mir so leid. Kann ich das abbrechen irgendwie? Nee, ich muss das jetzt auch leider durchziehen. Wisst ihr was, ich probiere es jetzt gleich noch einmal und wenn es dann kommt, dann
ist es gekommen und wenn nicht, dann ja, dann erzähle ich euch halt einfach, was das für ein Spiel ist, ne? Ich fand's nur lustig. Ihr könnt euch das Spiel ja auch kaufen und dann könnt ihr das selber spielen. Und ganz ehrlich, man kann mit diesem Simon the Sorcerer Automaten, hier kann man Stunden damit verbringen, hier quasi Minispielchen zu machen. Hier kam doch eben noch eine andere Hand, oder? Hast du auch gesehen, ne? So, jetzt hier und hier. Das wird nichts. Wieso ist das so? Entschuldigung, ich habe einen kleinen Frosch im Hals heute. Ich hoffe, mir bringt gleich jemand noch eine Kanne Tee. Da hätte ich echt Lust drauf. Ich hoffe, jemand hat jetzt meinen Wink mit dem Zaunpfahl verstanden. Ich spiele derweil mal ein bisschen weiter und klicke hier, bis jetzt hoffentlich gleich die Zeit abgelaufen ist. Ich kann das auch überhaupt nicht. Kann ich das echt nicht abbrechen? Ich kann das nicht abbrechen. Elend! Es gibt eine ganz bestimmte Reihenfolge, mit der, wenn man die einhält, dann ist dieses Spiel hier echter Pupsi-Kram. Aber ich habe die Reihenfolge echt nicht mehr behalten. Nee. So. Ja, jetzt habe ich verloren. Kumpel. Das tut mir leid. Ich hoffe jetzt genau, ich versuche jetzt. Und versuche dein Glück erneut. Ja, mache ich. Ich mach's jetzt noch einmal. Ja, nur noch einmal, versprochen. Ganz ehrlich. Und dann ist auch schon. Grüße, Genosse. Grüße, Orakel. So, Chipse. Es ist ja immer nur ein Chip, den ich da reinschmeiße. Ne? Ich müsste nach meiner Rechnung, wenn ich alles richtig in Erinnerung habe, müsste ich so um die 700 Chips haben. Ne? Wir wissen ja noch. Ja, Simon the Sorcerer. Wir wissen ja noch, 200 brauchen wir für das Flugding, um das Zoo-Ticket zu bekommen. Da wollten wir ja schon seit der ersten Folge rein. Oder seit der zweiten oder so. Und dann müssen wir mit dem Kran spielen. Da habe ich noch ein bisschen Angst vor. Aber jetzt gucken wir erstmal. Runde 1. Okay, das machen wir noch schnell. Ja, pass auf. Das geht ganz schnell, wirklich. Alle Pärchen zu finden, bleib bitte dran. Ja, ja, nicht abschalten. Aber beeil dich. Nein, du hast nicht viel Zeit. Jetzt habe ich gar nicht genau hingeguckt und habe mir überhaupt nichts gemerkt, bis auf die zwei Schränke. Mann. Ich lasse mich auch so leicht ablenken immer. So, pass mal auf, den Zauberer, der war doch hier. So. Bei dem anderen hatte ich mir ja eben alles noch schon ganz schnell gemerkt und hier ist die alte und da ist, der ist hier. Nee, der ist da. Da ist er, wusste ich's doch. So, und jetzt da und da. Und da und da. Nee, doch nicht. Da? Hallo? Na, das ist ja... Hier, Leute, jetzt lasst mich doch nicht am Memory verzweifeln. Wollt ihr mich denn verhohnepiepeln? So, der war aber... da. Hab ich doch gesagt. Die Maus auch, ne? Die Maus, die klickt überhaupt gar nicht dahin, wo ich ihr sage, dass sie hinklicken soll. Der war hier oben, das weiß ich noch. So, jetzt sind... Was? Leider verloren, Kumpel. Komm bald wieder und versuche dein Glück erneut. Ja, okay. Das habt ihr jetzt nicht... habt ihr nicht gesehen, ne? Komm, wir machen jetzt mal weiter. Wir wollen ja mal weiterkommen, ne? Also, was bei dem Spiel passiert, da sind Goblin-Köpfe und da kann man mit dem Hammer draufklopfen. Und das muss man in der richtigen Reihenfolge machen. Und dann geben die ganz, ganz lustige Töne von sich so etwa... Ich versuche das jetzt mal nachzumachen. Oder... Ja, genau. Ja, ich fand's lustig. Kommt jetzt nicht so rüber, Mann. Hey, Kumpel. Hi. So, jetzt pass mal auf. Ich wollte doch die... Genau. Kann ich mal diese Hyper-Cyber-Geschichte ausprobieren, Mann? Boah, Mann. Ich meine, boah, Mann. Du weißt nicht, worauf du dich einlässt. Ich bin zu allem bereit. Mutig, Mann. Nur die Harten kommen in den Garten. Hier sind die Chips. Ich bin so aufgeregt. Das macht er jetzt noch alleine. Ich muss bestimmt gleich was Tolles spielen. Was ganz Tolles muss ich spielen. Hyper Cyber. Eine ganz andere Welt. Na dann, steig auf. Dahin? Ja. Yep.
Los, los! Schnall dich bloß an! Dadurch, ja, Feuer! Beide im Übermaß! Links, rechts! Nur fliegen ist schöner. Die Bäume. Oh. Das ist anstrengend. Wow. '90er-Jahre-Mucke. Hilfe. Hyper, hyper. How much is the fish? Fire! Yes! Nö. Hey, Mann! Boah, das war ultra. Alles in Ordnung, Mann? Na, was sagst du? Ganz schön wild, was? Ich fühle mich abnorm. Das ist total normal, Mann. Ich glaube, ich muss mich hinlegen, im Dunkeln. Es killt einen, Mann. Geil! Boah, cool. Das war stark. Habe ich jetzt den Preis schon bekommen? Grüße, Genosse. Grüße, Orakel. Okay, den muss ich mir, glaube ich, unten abholen. Aber haben wir denn jetzt noch, wie viele Chips haben wir denn noch? Ui, jetzt bin ich dran. Mehr als 423 Einheiten von irgendwas zu besitzen, ist ein Verstoß gegen die Monopolweisung. Ja, das ist übrigens auch hier in unsere Statistik eingegangen, dass das ein Verstoß gegen die Monopolweisung ist, ne? Aber Chips haben wir noch genug. Okay, ich gehe jetzt erstmal den Preis abholen dafür, dass wir uns jetzt hier so angestrengt haben. Das war hammergeil. So, nach unten. So, und das, was jetzt kommt, das wird mich zur Weißglut treiben. Ich weiß es schon. So, sag mal an, Kumpel. Mir geht's schon ein bisschen besser. Man gewöhnt sich dran. Yeah. Ich hab gewonnen, oder? Und ob, Mann. Hier ist die Freikarte. Juhu, wir gehen jetzt in den Zoo. Wir gehen jetzt in den Zoo. Nee, ich will nicht. War nett mit dir zu reden. Hab ich doch gesagt. Bleib cool, Mann! Gut. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich diese ganzen Sachen hier aus diesem Eimer da rausfischen muss mit dem Kränchen. Das versuche ich jetzt. Ich schätze, man muss Chips hineinstecken. Ja, du hast ja recht. Also das kostet jedes Mal 20 Chips und ich muss da verschiedene Sachen raussammeln. Grüße, das weiß ich Genosse. Noch. Grüße, Orakel. Wir haben genug. Also ich kann das ein paar Mal machen, aber das ist, soweit ich mich erinnern kann, echt ein bisschen tricky und kann einem auch schon mal ganz schön an den Nerven zehren. Also man sieht es ja schon so ungefähr, dieser Fisch muss da raus und das UFO und die Katze, glaube ich, das versuchen wir jetzt mal. So, hier links, so. Und ich darf nicht ganz runter, sondern ich muss so irgendwie... Also so schon mal nicht, okay. Gut, die ersten 20 Gülle. Chips. Gülle hat er gesagt. Er ist aber ein höfliches... Grüße, Genosse. Männlein, Fräulein, Alien. Gülle, Gülle, Gülle. So, schmeißen wir die nächsten 20 rein. So, das kann sich jetzt nur um Stunden handeln. Kommt nun wieder so vor, da ist der Spielsound echt laut heute. Okay, so war das auch nichts. Scheibenkleister. Oh, Scheibenkleister. Vielleicht muss ich die Finger irgendwie so justieren, Grüße, dass sie den Fisch am Schweif, am Schwanz packen. Schweif sagt man ja bei Fischen, glaube ich, nicht, ne? Ich bin jetzt nicht so der Tirologe, ne? Aber... So, jetzt pass mal auf. So... Vielleicht, dass diese beiden Finger genau den Schweif des Fisches zum Greifen... Nee.
Scheibenkleister. Ja, sehe ich auch so. Ja, also ich probiere das jetzt ein bisschen und wenn Grüße, das in dieser Genosse. Ja, Grüße. Wenn das jetzt in den nächsten 4-5 Minuten nichts wird, dann mache ich das offscreen und ihr wisst ja, um was es geht, ne? Ich muss da so ein paar Sachen rausfischen und muss ja jetzt nicht stundenlang zugucken. Aber so ein bisschen versuche ich es jetzt noch. Ist ja eigentlich auch noch ganz interessant. Bevor es langweilig wird, höre ich auf. So, jetzt kriege ich den Fisch vielleicht so. Das sieht da überhaupt nicht so aus, als... Ja, genau. Das sieht da überhaupt nicht so aus, als würde der so ansatzweise auch nur da an diesen blöden Fisch dann kommen. Wie viel habe ich denn noch? Ui. Ja, es sind immer noch über, genau. Ui. Ja, ui. So, rein da in die Greifkisten, Spielautomaten, Scheiße. Entschuldigung, jetzt habe ich schon wieder Scheiße gesagt. Ich muss da echt an mir arbeiten. So, rüber, runter, vielleicht ganz runter, so. Nimm den blöden Fisch da raus! Scheibenkleister. Ja, das kann ja noch ein Riesenspaß Grüße, werden. Grüße, Genosse. Ich kann das auch auf so Kirmessen, ne, kennt er ja, mit so Autoscootern und so. Da stehen ja so verarsche Dinger auch wie der hier. Da habe ich auch nie irgendwas rausgefischt, ne. Ah! Wunderbar! Ja, ich hab den Fisch. Ein... Was soll an einem Plastikfisch schon so Besonderes sein? Ja, genau, das habe ich mich auch gerade gefragt. Der Spielsound ist enorm laut heute, oder? Kommt mir das nur so vor? Ich weiß es nicht. Aber das sind wahrscheinlich dieses Gefiepse. So, wir müssen aber noch Grüße, ein paar Sachen daraus Genosse. Holen. Ja, Grüße. Jetzt muss ich runterfahren. Sowas Blödes. Gut, den ersten haben wir. So, das kann doch alles nicht so schwer sein. Ich weiß auch noch nicht, was ich mit diesem blöden Fisch mache. Aber wir müssen noch ein paar Sachen hier rausziehen. Ne? So viel ist klar. Und zwar, die Katze müssen wir noch rauszerren. So. Runter. Und. Wunderbar! Bin ich ein Pro oder was? Das ist ein ausgestopftes Spielzeug. Eine Kuschelkatze. Oh, ich bin der Mega-Pro. Grüße, Genosse. Geil. So, wie viel habe ich noch? Ui. Ja, ui. Also immer noch genug. Ich kann quasi noch 20 Mal da reinwerfen. Das ist völlig in Ordnung. So, jetzt ist die Frage. Ich glaube, das blaue UFO muss ich da noch rausziehen. Keine Ahnung, ob es was bringt, aber ich zieh's mal da raus. Ne, so nicht. Ich glaube, dieser Ball und der Smiley, die sind nur ablenkend. Scheibenkleister. Ja, genau. Wir haben noch genug Chips, Floyd. Bleib ruhig. Grüße, Genosse. Grüße, Orakel. So, ich will da immer am Mausrad drehen. Das bringt aber gar nichts. Ich muss da hier mit diesen Buttons, ne, und so. Ich glaube, das UFO muss ich noch da rausziehen. Das brauche ich bestimmt noch für irgendwas. Ich weiß, dass es drei Sachen waren. Das weiß ich noch ziemlich genau. Und deswegen versuchen wir es jetzt nochmal. So. Und ein bisschen weiter runter. Ja. Nein. Shit. Scheibenkleister. Du sagst es, Floyd, aber wir haben schon zwei Stück. Ist alles gut. Ist alles gut. Grüße, Genosse. Grüße. Ist alles gut. Hallo? Ja, da geht's weiter. So. Vielleicht reichen aber die Katze und der Fisch schon. Und das ist wirklich nur Ablenkung, dieses Ding. Oder nicht? Yes! Wunderbar! Hab ich's euch nicht versprochen? Ja, hab ich, ne? Cool, ein Modellraumschiff. Cool, ich hab gerade gegrunzt beim Lachen, ne? Aber das tut mir sehr leid, das wollte ich so nicht in der Form. So, raus aus diesem Ding hier. Dieses Gefiepse im Hintergrund geht mir echt auf die Nerven. Und ja, jetzt, was haben wir jetzt geschafft? Wir haben jetzt hier die Spielhalle leergeräumt, haben noch tonnenweise Chips, haben eine Eintrittskarte für den Zoo. Ja, Zoo, ne? So, und jetzt gucken wir nochmal ganz kurz. Ich will jetzt nicht in den Zoo rein, das meine ich in der nächsten Grüße, Folge. Genosse. Grüße, Orakel. Aber um es ein bisschen in die Länge zu ziehen, das Ganze, gucken wir nochmal kurz in unsere Statistik und schauen mal, was da jetzt so Neues drin steht.
Da hat sich bestätigt, theoretisch haben wir ja noch gesehen, ne? Ich wollte noch mal gucken, wir haben bestimmt noch ein paar neue Straftaten, ne? Extravaganzen. Kommentar. Omnibrain, flirten mit einem, das haben wir doch auch alles schon. Jetzt kommen die Sachen, die wir da im Knast hier durchgezogen haben, ne? Unerlaubtes Entfernen von da, genau, ja. Und dann haben wir hier Bürger in Not, das war alles auf Philp. Mit Philbot, Flibbo, unserem fiesen, bösen Bruder, mit Chemikalien und so. So, illegales Abstellen eines Fahrzeugs, Versuch mittels weiblichen Charmes die Gunst eines Docking-Controllers zu erlangen, ne, das haben wir jetzt alles gemacht. Versuch weiblichen Charme einzusetzen, ohne weiblichen Geschlechts zu sein, ne? Das haben wir ja im echten Leben auch öfter mal. Unerlaubtes Betreten des Büros eines Docking-Controllers, versuchte Aneignung geschützter Informationen, aber nicht den Computer vom Docking-Controller, ne? Versäumnis ein glückliches, ja, das hatten wir da alles schon. Okay, ja, super, jetzt geht's gleich weiter mit der nächsten Folge. Floyd, bis gleich. Tschüssi.